OMG. Mein Gott, bin ich ein Vollidiot. Ja, willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time, und zwar in Dodongos Höhle. Und ja, ihr seht richtig, als erwachsener Link. Ich war Idiot, hab doch tatsächlich vergessen, dass man sich als Erwachsener hier auch noch so die ein und manche goldene Skulptur holen kann. Dazu braucht ihr zwei Sachen. Erstens den Enterhang, den ihr ja sowieso von der Story her kriegt. Und zweitens die Vogelscheuchenpolka. Kein Wunder, dass ich so wenig goldene Skulltulas habe, weil die hier habe ich natürlich vergessen. Ihr seht es auch hier bereits, dass hier noch kein goldenes Skulltulas-Symbol ist. Und ja, es ist auch der einzige Dungeon, den man nochmal, also von den Kinder-Dungeons, den man als Erwachsener nochmal betreten kann. Wow. Ja, und da oben seht ihr bereits die goldene Skulltula, und da brauchen wir jetzt die... Nein. Nein. Sowas. Die Vogelscheuchenpolka. Damit die da oben spawnt. Und wir uns nach da oben ziehen können. Und dann ist hier Skulltula Nummer 1. Und jetzt sehen wir auch gleich, wo Skulltula Nummer 2 ist. Die ist eigentlich gar nicht so weit entfernt. Naja, eigentlich schon, aber okay. Und zwar müssen wir hierzu nach da drüben. Also nach links. Die ist, naja, nicht ganz so schwierig wie die andere zuvor, aber naja, einfach ist auch nicht. Wir brauchen auch wieder Bomben, da wir die Treppe wieder freisprengen müssen. Oder hängt die noch unten? Ich glaube, die ist wieder nach oben, oder? Ja, die ist wieder oben. Ah, scheiß Treppe. Ich hasse Treppen. Nicht anvisieren, Navi. Nicht fragen, Navi. Okay, es hat geklappt. Und jetzt können wir da hoch und holen uns die andere goldene Skulptur, die man schon sehen kann. Danach mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder bei der Skulptur-Festung. Genau, der Skulptur-Festung. Meine Scheiße, nein, der Gerudo-Festung wollte ich sagen. So, zack. Und zack. So einfach geht's, und schon haben wir 87. Und wenn wir jetzt auf die Karte schauen, sehen wir auch hier ein goldenes Skulltula-Symbol. Okay, bis zu Gerudo-Festung. Ja, und weiter geht's. Hier bei der Gerudo-Festung, wo wir letztes Mal auch aufgehört haben. Und ja. Okay. Also folgendes, in dieser Festung sind 4 Männer eingesperrt. Das klingt jetzt etwas komisch und so, aber es ist wirklich so. 4 Männer. Die werden bewacht und wir müssen sie befreien, dürfen uns aber dabei nicht entdecken lassen, ansonsten war's das. So. Wo ist denn die scheiß Kriegerin da oben? Sehe ich den Säbel? Die treffe ich so niemals. Nee, aber nix. Okay, das wird eine Party. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich hier rum abschleiche, aber das war so eine doofe Nutte. Entschuldigung. Oh Mann. Kann ich mich hier irgendwo auch mal verstecken? Ach du Scheiße. Ah, die kommt. Die kommt. Die kommt. Ah, ich hab's geahnt. So, jetzt bin ich da eingesperrt. Ah, wenn man sich ja nirgendwo hinter irgendwas verstecken kann. War ich ja, ich weiß. Ihr hättet doch mal mehr Kisten aufstellen können. Warum habt ihr so wenig Kisten? Okay.
könnt ihr euch nicht mal mehr Kisten leisten. Mein Gott, ganze Leute ausrauben, aber sie können sich nicht mal eine gescheite Kiste leihen. Oder leisten. So, tschüss. Tschüss. Oh, shit. Ja, Treffer. So, nicht zu viel Zeit lassen, sonst stehen die auch wieder auf. Die weißen Dinger, die weißen Kriegerinnen kann man übrigens nicht umschießen. So, das Liebste, dass man sich hier so... Unter Nein, hier ist einer gefangen. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher, in die Zelle. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befrei uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Nein! So, du gehst jetzt gleich mal drauf. Oh, das war fehl. Das hat sogar, dass du mich hier triffst. Oh. Und tschüss! Keinen einzigen Gegentreffer hat die gelandet. Ach, was soll's. So, Schlüssel aufsperren. Und du fliehst jetzt besser. Gehst nach Hause und trinkst Tee. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin schon der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Und Weicheier dazu, aber okay. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Alle, dachte ich, kommt jetzt noch, aber okay. Woher will er eigentlich wissen, dass ich nicht schon irgendjemand anderes befreit habe? Das ist unlogisch an dem Spiel hier. Aber okay. Vielleicht kann sie sich denken, dass ich schon andere befreit habe. Aber okay, bis jetzt habe ich ja bloß ihn befreit. Von daher liegt er richtig. Ihr werdet auch sehen, die heißen alle so wie die Beatles. Aber okay, ich will jetzt nicht irgendwie über die Ablassung und so, aber das ist ja wirklich so. Also, wir haben schon mal den John. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Fällt mir gar nicht mehr ein. So, solche Sachen nehmen sie auch. Das ist hier irgendwo so eine doofe... Ja, da hinten ist so eine doofe Wächterin. So, jetzt geht's schnell weg. Dann schleiche ich mich hier vorbei. So einfach geht das. Oh, die Stelle hasse ich. Die Stelle hasse ich wirklich derbe. Kommt jetzt nämlich gleich so eine doofe Kriegerin? Wächterin? Ja, der muss sitzen, ansonsten habe ich es verkackt. Wenn sie überhaupt kommt. Hallo. Kommt die auch mal? Die steht da bloß. Genau. Leck mich. So. Boah. Okay, noch ein Versteck. Das heißt, hier ist auch noch irgendwer. Aber die Zelle hier ist offen. Ja, das ist die Zelle für Link. Aber nein, natürlich sperrst du mich in den Kuhstall. Hey Kleiner, dich meine ich. Schau hier in die Zelle. Hallo, ich kann nicht durch Wände schauen. Ah, also so mit Magie bewandt bin ich nun auch wieder nicht. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst... Ja, die labern nur alle das Gleiche. Ja. Ja. Dass man das nicht mal überspringen kann. Ja. Ey, pass auf. Wow, eine. Ist ja kein bisschen anspruchsvoll. Seid bloß irgendwelche dreckigen Kriegerinnen, die zu geizig sind, sich irgendwelche Kisten zu kaufen, hinter denen ich mich verstecken kann. Ha, in die Ecke gedrängt. Okay, das war ein Treffer von ihr. So. Gut, dann hätten wir auch schon wieder einen mehr. So.
Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zinnemann. Okay, jetzt haben wir schon den zweiten. Die Frauen hier immer machen Angst. Ich bleibe lieber weiterhin Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Das ist das Komische. Woher will der wissen, dass ich schon irgendjemanden vor ihm befreit habe? Aber okay. Ich meine, sowas lasse ich ja einfach einprogrammieren. Aber... Na gut, ich will nichts sagen. Ich habe das selber schon mal Spiel programmiert. Ja, ist wirklich. Aber okay, darum, warum man jetzt besser nicht trinkt. Jetzt geht's darum, diese ja, vier Waschlappen zu befreien. Kommt jetzt hier noch der Raum, wo ich denke, das kommt? Nein, es geht gleich nach draußen, da bin ich aber froh. Bin ich jetzt... Ja, ich bin hier, das ist geil. Weil hier ist eine goldene Skulptur. Jetzt brauche ich bloß die Ocarina. Und lasse es Nacht werden. Ich hoffe bloß, ich spawne jetzt gleich hier, wo ich auch gleich rausgekommen bin. Anstatt unten, aber ich glaube schon. Ja, gut. Hier ist nämlich irgendwo eine goldene Skulptur. Ich glaube, hier hinten irgendwo lebt sie an der Wand. Ich glaube, ich komme da gar nicht hoch. Shit, ich muss ganz woanders hin. Oder nein, ich kann ja von hier unten aus. Ja klar, von hier unten kann ich es machen. Jupp, aber dazu reicht der Haken nicht aus. Shit. Hehehe. Lustig. Oder? Zu niedrig. Zu kurz. Geil. Okay. Hier unten oder da oben? Ich mach mal hier unten. Hm? Und hoffe, dass es richtig ist. Okay, da geht's wieder nach draußen. Ich glaube, hier geht's einfach zum Gefängnis. Ich glaube, hier ist auch schon der dritte. Sieht stark danach aus. Ja, ist es auch. So. Ja. So. Ja, ich weiß, ich befreie dich jetzt auch noch, du Typi. Ja. Ja. Na also, da bist du ja. So, dich trinken wir immer so schön am besten in die Ecke rein, dann hast du keine Chance. Und tschüss. Einfach irgendwo in die Ecke reindrängen, dann hat die keine Chance. So. Danke, Junge, du bist super. Ich bin George, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Ihr müsst aber gutes Gefühl haben, wenn ihr wisst, wer in Freiheit ist und wer nicht. Aber okay, das haben wir ja schon oft genug beredet. So, kam ich jetzt von rechts oder von links? Ich glaube, ich kam von rechts. Was wären überhaupt links? Wo käme ich da raus? Oder kam ich von da? Nein, da kam ich nicht her und ich will da auch gar nicht erst hin. Boah, ey. Hab ich jetzt einen Schock gekriegt? Ich will doch nicht nach vorne raus. Ich könnte höchstens von vorne reinkommen, aber ich will doch nicht nach vorne raus. Okay. Dann geht's jetzt Richtung letzter Zimmermann und ich glaube, das war gar nicht so einfach. Die ersten drei, das war noch so Kinderspiel. Und ja, jetzt geht's richtig los. Oh ja, die Stelle hasse ich. Aber da gibt's so einen Trick 17, wie man die einfach umgehen kann. Nämlich mit den Kleinstiefeln. Und ich hoffe, dass der Scheiß hier auch funktioniert. Und die mich nicht von unten sehen können. Aber ich kann sie ja sicherheitshalber abballern. Ist ja der Vorteil. So. Und ihr geht jetzt alle schön mal rauf. Die haben mich noch angeguckt. Mein Gott, ist sie doof. Guckt mich noch an. Lächelt mich an. Und stirbt. Also wird unwichtig. Ich töte sie ja nicht direkt. So. Und so kann man einfach diesen Raum umgehen, sage ich jetzt mal. So. In dem Grünen ist sowieso nichts. Sehr viel Wertvolles, außer Rubine vielleicht, aber ich bin mir da nicht so richtig sicher. So,
Jetzt aber, jetzt kriege ich meine goldene Skulptur. La 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 la. So. Zack. So. Okay, und jetzt kann ich mich doch rein theoretisch irgendwie aufs Dach ziehen. Ja, genau. Eigentlich könnte man sich jetzt auch zur Kiste hinziehen, aber das wollten die Entwickler gar nicht, aber man kann es machen. Eigentlich sollte man wieder dieses Lieblingslied von Nintendo verwenden. Ja, die Vogelscheuchenpolka. Mit der kommt man dann nämlich ganz easy rauf. Und der Faden reicht hoffentlich aus. Ja. Und was ist hier drin? Gut, wohl kaum eine Karte oder ein Kompass. Auch kein Master Key und auch kein Dungeon Item. Nein, nein. Es ist der vierte Zimmermann, genau. Nein, Spaß. Ein Herzteil. Ja. So, zwei weitere fehlen uns noch. Eines findet man auch bei der Gerudo-Festung. Und jetzt habe ich so richtig schon Scheiße gebaut. Oh Mann, jetzt darf ich dann nochmal durch. Oh nein. Und die sind wieder wach. Geil. So, und wie die sehen mich. Wie die sehen mich. Dann. Bitte komm da rüber. Boah, geil. Stiefel ausziehen und raus hier. Tschüssi. Okay. Nein. Ihr Arschgesicht, ich war da, wo ich hin musste und bin dann runtergesprungen aus Verzweiflung. Ach nee, kommt doch. Boah. Jetzt drehe ich aber ab hier. Kam hier jetzt eigentlich noch eine Gerudo-Kriegerin oder nicht? Ich glaube schon. Das sah aus, so was ganz Fieses. Ja. Tschüss. Okay, hier nix. Aber da drüben kam jetzt noch eine. Das weiß ich noch. Ganz genau. Dass da drüben jetzt noch eine kam, oder? War das die einzige? Ich weiß es gar nicht mehr. Bitte lass es die einzige gewesen sein. Ja! Hier geht's jetzt nämlich zum letzten Raum. Jupp. Ja. Der letzte Zimmermann. So. Ja, ich weiß nicht, wer du bist, du. Ja, siehst aber witzig aus. Überfreust du mich jetzt mal, oder wie sieht's aus? Ja. Ja, sei vorsichtig, das sind solche jede Menge Schlampen, ey. Ey, pass auf, hinter dir ist so eine doofe... Ja, du weißt schon. Okay. Und zack! Mit dem Big Geronenschwert ist es echt kein großes Kunstwerk, die fertig zu machen. So! Die Beatles sind befreit! Yay! Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Ringo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit, das du ja hast. Im Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei. Vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Also da kann man jetzt nichts Großes erwarten, aber die reparieren jetzt für uns die Brücke. Also vorher musste man ja mit dem Enterhaken oder mit Ebrone rüber, aber jetzt kann reparieren die Brücke und dann kann man da einfach rüber. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Ganondorf wären ziemliche Waschlappen, aber ich muss meine Meinung ändern. Naja, wie sie ihre Meinung ändern und was sie uns erzählt, das sehen wir im nächsten Part, weil ich muss jetzt hier schnell Schluss machen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.